Wir sind heute mal wieder mit der Bahn in den Niederlanden unterwegs und fahren von Venlo nach Enkhuizen. Und hier könnt ihr unseren Streckenverlauf auch schon auf der Karte erkennen. Und ihr seht schon, da fehlt ein Stück, denn bei dieser Fahrt ist nicht alles glatt gelaufen. Was genau passiert ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir starten in Venlo und in Venlo werden wir mit einem Firm erstmal nur ein kurzes Stück bis nach Eindhoven fahren und dort dann umsteigen. Hier seht ihr die erste Klasse im Firm. Ich habe mich jetzt hier für das Unterdeck entschieden. Seht ihr breite, sehr bequeme und weiche Ledersitze. Ganz typisch für die Niederlande. Rote Sitze in der ersten Klasse, blaue Sitze in der zweiten Klasse. Ja, der Firm eben ein Doppelstocktriebzug, den es in sehr vielen verschiedenen Varianten und Modernisierungsformen gibt. Und wir sind jetzt hier in einer der ältesten Modernisierungsstufen unterwegs. Ja, viel mehr möchte ich zur Modernisierung dann auch gar nicht sagen, denn es ist wirklich ein bisschen unübersichtlich beim Firm, da es ihn in verschiedenen Varianten gibt, je nach Baujahr und eben auch nochmal in verschiedenen Modernisierungsstufen. Deswegen, wir haben jetzt hier die Variante mit den ältesten Sitzen. Wer sich da genauer auskennt, darf natürlich gerne auch in die Kommentare schreiben, welche Version jetzt hier genau zum Einsatz kam. Ja, der Firm ist eines der häufigsten Fahrzeuge hier in den Niederlanden. Der übernimmt einen Großteil des Intercity-Verkehrs, so auch eben hier von Venlo in Richtung Amsterdam, wobei diese Züge hier nicht nach Amsterdam Zentral, sondern zum Flughafen Schiphol fahren. Und ich bin dann aber in Eindhoven umgestiegen. Allerdings wieder in einen Firm, der kommt aus Richtung Maastricht und fährt jetzt eben bis nach Enkhuizen. Zumindest war das der Plan. Das sah auch alles ganz gut aus soweit. Was schiefgelaufen ist, erzähle ich euch dann gleich. Hier seht ihr jetzt eine andere Variante, nämlich einen deutlich moderneren Firm, zumindest mit einer deutlich moderneren Ausstattungsvariante. Das sind hier also die ganz modernen Sitze. Auch hier wieder weiche, breite und bequeme rote Ledersitze, aber eben ein moderneres Sitzmodell. Wir verlassen Eindhoven und ja, eigentlich hätte ich jetzt auf meiner Fahrt nach Enkhuizen nicht mehr umsteigen müssen. Das sah alles auch soweit gut aus, bis wir dann kurz vor Amsterdam waren. Da kam dann nämlich eine Durchsage, das leider ein kleiner Kritikpunkt, nur auf Niederländisch. Da hatte ich das Glück, dass ich zumindest ein bisschen die Sprache verstehe. Auch wenn ich sie nicht wirklich sprechen kann, verstehe ich zumindest etwas und konnte so entziffern, konnte mir so herleiten, dass der Zug nicht weiter als bis Amsterdam Zentral fahren wird, somit alle folgenden Haltestellen entfallen. Da es wohl ein Problem mit der Strecke oder einen liegen gebliebenen Zug oder etwas in dieser Art auf der Strecke von
Amsterdam in Richtung Horn gab und deswegen die Strecke gesperrt ist und blöderweise auch die Ausweichstrecke parallel ebenfalls gesperrt war, sodass es überhaupt keine Züge mehr von Amsterdam in Richtung Enkhausen und Horn gab. Und es wurde dann empfohlen, einen Linienbus zu nutzen. Das habe ich entsprechend auch gemacht, werde ich euch dann gleich auch hier zeigen. Derweil haben wir hier die zahlreichen Gewässer in den Niederlanden überquert. Zum Beispiel die Maas, die Waal und dann etwas später auch noch die Lek. Und kurz vor Utrecht geht es dann auch noch über den Amsterdam-Rhein-Kanal. Davor unterqueren wir hier jetzt eine ganz wichtige Bahnstrecke, die aber von keinen Personenzügen befahren wird. Das ist nämlich die Betuwe-Route. Das ist eine Güterbahnstrecke, die den Hafen von Rotterdam mit dem Inland und auch Deutschland verbindet. Wobei allerdings der Teil in Deutschland leider fehlt. Also da gibt es dann keine so gut ausgebaute Güterstrecke wie hier. Hier überqueren wir jetzt gerade die Lek und nähern uns somit nun Utrecht. Utrecht ist ja ein ganz wichtiger, großer und zentraler Umsteigebahnhof in den Niederlanden. Fast alle Fernzüge führen durch Utrecht. Hier überqueren wir jetzt den Amsterdam-Rhein-Kanal und erreichen somit dann auch hier den Bahnhof von Utrecht. Wie gesagt, einer der wichtigsten Umsteigebahnhöfe der Niederlande. Man kann es hier auch an der Größe des Bahnhofes deutlich erkennen. Danach folgt die Strecke dann weitestgehend für einen großen Teil dem Amsterdam-Rhein-Kanal in Richtung Amsterdam. Und Amsterdam Zentral natürlich dann der wichtigste Bahnhof der Niederlande. Auch wenn man in Utrecht meistens noch besser umsteigen kann. Natürlich einfach aufgrund der Wichtigkeit der Stadt ist dann auch Amsterdam Zentral der größte und wichtigste Bahnhof in den Niederlanden, wo auch entsprechend alle internationalen Fernzüge anhalten. Fahren wir jetzt gerade vorbei am Cruise Terminal von Amsterdam. Hier liegen die Hochseekreuzfahrtschiffe an und hier erreichen wir dann eben den Hauptbahnhof von Amsterdam, Amsterdam Zentral. Und hier musste ich dann eben umsteigen auf den Linienbus. Da war ich wirklich froh, dass ich das bisschen niederländisch verstanden habe, denn es sind eben keinerlei Züge mehr gefahren und ich musste aus beruflichen Gründen dringend und zeitgebunden nach Enkhausen. Deswegen hatte ich extra schon einen frühen Zug genommen für alle Eventualitäten und war in diesem Moment dann auch sehr froh darum. Hier erreichen wir jetzt also Amsterdam Zentral und springen jetzt einmal in den Bus. Jetzt sind wir schon im Bus und fahren hier nun nach Horn mit einem ganz normalen Linienbus. Leider musste ich dafür auch nochmal ein zusätzliches Ticket kaufen, denn der Busfahrer wusste überhaupt nichts von den ausgefallenen Zügen und dass diese Buslinie als offizieller Ersatz angekündigt wurde oder empfohlen wurde. Demzufolge hat er mein Bahnticket nicht akzeptiert und ich musste ein weiteres Ticket kaufen. Aber auch Busfahren in den Niederlanden ist natürlich schön. Man kommt auch nochmal in andere Bereiche, die man mit der Bahn so gar nicht erreicht. Zum Beispiel hier sind wir dann gleich in Volendam und Edam. Edam ja durch den Käse sehr bekannt, Volendam ein ganz beliebtes Touristenstädtchen, wobei ich natürlich auch sehr gerne diese Strecke mit der Bahn gefahren bin. Die Bahnstrecke verläuft hier halbwegs parallel zu unserer Fahrtroute, allerdings eben in einem gewissen Abstand, so dass man da schon noch mal ein bisschen was anderes gesehen hätte. Hier überqueren wir jetzt gerade einmal die Bahnstrecke, auf der ich hätte eigentlich unterwegs sein sollen, und kommen dann jetzt langsam nach Horn. Diese Busfahrt hat mich jetzt ungefähr eine Stunde Zeit gekostet, eine knappe Stunde. Hat es länger gedauert durch die Umsteigezeit und natürlich braucht der Bus auch deutlich länger als
der Zug. Sehr komisch war dann, dass hier plötzlich ein Zug gefahren ist, denn das war genau die Bahnstrecke, die ja eigentlich gesperrt sein sollte und weswegen ich dann im Bus saß. Warum da jetzt ein Zug gefahren ist, das habe ich leider bis heute nicht herausgefunden. Und hier erreichen wir jetzt den Bahnhof von Horn und hier sollte es jetzt ganz normal weitergehen mit einem weiteren Firm, das kurze restliche Stück nach Enkhausen. Vom Bus bin ich schnell zum Zug gesprintet, da war nur wenig Umsteigezeit. Der ist dann allerdings erstmal in die falsche Richtung losgefahren. Da war ich dann doch etwas verwundert, warum der Zug dann sozusagen kurz rückwärts gefahren ist. Dann ist er stehen geblieben und es hieß, wir sollen alle aussteigen, der Zug fährt nicht nach Enkhausen. Dann wurde ein zweiter Zugteil angekoppelt und dann hieß es, wir können doch wieder einsteigen, der Zug fährt doch nach Enkhausen, aber erst in einer halben Stunde. Und somit hatte ich dann nochmal etwas mehr Verspätung, aber saß dann endlich im Zug nach Enkhausen und war dann froh, dort zum Glück noch rechtzeitig angekommen zu sein. Aber ihr seht, es ist nicht nur bei der Deutschen Bahn so, das kann überall passieren. Wenn einmal etwas schief läuft, dann kommt meistens immer noch mehr dazu. So war es auch hier in diesem Fall. Das war jetzt ein Tag, wo es wirklich nicht so gut lief. Es fing ja schon an mit dem ICE in Würzburg, wo mein Zugteil fehlte und das zog sich dann eben bis zum Ende hier in Enkhausen durch, aber ich habe es trotzdem geschafft und bin noch rechtzeitig dort angekommen. Ja, und hier haben wir jetzt den Bahnhof von Enkhausen erreicht. Hier steige ich dann aus und im nächsten Video wird es dann an anderer Stelle weitergehen. Das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier könnt ihr sehen, von wem die Musik stammt und wann das nächste Video kommt. Wie immer sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und würde mich über eure Likes, Kommentare, Abos oder euren geteilten Link sehr freuen.